Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Graf Snackule. Und Leute, ich habe heute den geilsten Hurensohn als Gast hier. Hier, Leute, ist exklusiv für euch der große Montana schmeckt. Ja, moin moin, meine aktiven lieben Spritzer. Ja, ich wünsche euch einen köstlich schmerzlichen Abend. Let's go, Ali. Und womit bedienst du uns heute, lieber Montana schmeckt? Oh ja, wir haben hier unser, ja, Gönnerschi am Start. Ui, Memo. Ui, guck mal. Oh. Was gibt's hier? Was ist das? Ja, das ist mein Energy Drink. Dann habe ich Design. Das ist hier ja wirklich ja Premium feinste Ware hier von mir aus der ja direkt aus der Zentrale. Oh. Alle, ihr kennt's alle. Ja, da kann man nicht rein sagen. Direkt aus Buxtehude, alle. Ali, welchen Geschmack hast du hier für uns vorbereitet? Ja, der ist sehr kontrovers hier, ja, ich glaube, das ist so Cheesecake, genau, ja, so Himbeer-Cheesecake. Okay, ja, Ali. Dann haben wir hier, ja, Tropical, ne, und ja, dann mein Favorite, den Blueberry Coconut. Oh, shit, also, ich würde sagen, ich will einen probieren von dem, du probierst einen und einen probieren wir dann gemeinsam hier aus dieser wundervollen Tasse, die ich hier vorbereitet habe. Ja, Ali, welchen möchtest du denn jetzt probieren? Boah, ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, ich nehme einfach mal den Tropical, oder? Du nimmst den Tropical, dann nehme ich später hier diesen Raspberry Cheesecake, Ali, und dann probieren wir hier gemeinsam diesen Blaubeere-Kokos, Ali. Was sagst du dafür? Ja, das hört sich perfekt an. Alles klar, dann reiß mal auf hier. Oh. Ja, dann guck mal, wie die Olga schmeckt. Ne? Rein in die Olga. Olli. Der schmeckt gar nicht mal so schlecht. Oh, Olli hat richtig Zug drauf hier. Boah, der ist schon fresh, Olli. Ey, dann kann man sich ja geben, ne? Stabilo, Olli. Stabilo wie mein Kugelschreiber. Das Wichtigste ist, dass so ein Tropical Energy Drink genauso gut schmeckt wie so ein Tropical Energy Drink. Sir. Hä? So. Dann guck mal rein. Ja, ich probiere jetzt den Raspberry Cheesecake, Ali. Guck mal, ey, der Verschluss ist ja edel golden, ne? Ui, guck mal. Oh, das riecht nicht so gut. Egal. Sagst du jetzt, sag ich meinen Energy Drink, du 31er oder was? Sei mir nicht böse, Ali. Aber das ist Schmutz, ey. Ey, ich keule gleich halt drüber, du Bastard, Ali. Ali, das kannst du nicht saufen hier. Nee, weißt was? Scheiß auf die Hater. Du hast ja keine Ahnung, ey. Nee. Junge, bist du behindert, ey? Nee, was bringst du für einen Schmutz hier auf dem Market? Alter, all meinen Fans schmeckt das. Kannst du das nicht erzählen, ne? Ey, ich brauche hier was zum Runterspülen. Und ich probier's hier jetzt mit dem hier, Ali. Halt mal kurz. Oh, ja. Jetzt leer hier rein, die Scheiße. Ui. Danke. Mal. Probieren wir. Boah, wie das aussieht. Junge. Und es ist einfach... Ja, das riecht nach Kokos-Mokos-Nuss, ne? Nee, das riecht nach... Ui. Das riecht nach Schlürftrank. Ja, dann bekommen sie gleich wieder Fullsheet, ne? Für Fortnite, Alter. So einen richtig geilen Slurp, Mann. Ja, gönn dir mal. Da hielt ich wieder hoch auf deinen Green Happy, Alter. Boah, Mann. Ey, das schmeckt wie die Waldmeister Ahoi Brause. Oh, wirklich? Ja, dann lass mal probieren hier. Ja, Alter. Du hast hier die Dose. Ach so, ja. Oh. Boah. Ja, ich weiß nicht, ich finde das jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ja, Alter, du verkaufst es ja auch, ey. Ja, das ist mir auch egal, aber... Ich bin hier ein unabhängiger Journalist hier und, Bro, das schmeckt absolut eklig. Ich muss diesen... Darf ich probieren, den Tropical? Ja, natürlich. Ja, der geht sogar. Den finde ich ja gut. Ey, aber der ist so geil. Nee, den habe ich noch gar nicht probiert. Das muss ich mir selbst angucken. Mal, nicht, dass ich wüsste, wie der schmeckt, ne? Oh, okay, ja, der ist schon sehr interessant, aber ich finde den wirklich Hammer. Also, den haben wir alle, ja, hier im Team ja alle entworfen und ich finde den mega, Alter.
Nö. Ja gut, hast du noch irgendwelche abschließende Worte? Ja, natürlich. Also ich finde meine Energy Drinks echt super, aber ja, eins muss ich noch loswerden. Ja, an erster Stelle, Freunde. Ja, freut es mich natürlich für Mehmet Digge, aber ja, ich würde sagen, die restlichen Worte kriegst du, ne? Und ich würde an meiner Stelle sagen, ja, wieder schauen und reingehauen. Ja, Alter, let's go. Ich bin so richtig froh, dass wir hier so einen richtigen Promi hier hatten. Ey, lieber Montana schmeckt, ich danke dir aus wirklich tiefstem Herzen, dass du hier meinen Kanal besucht hast. Ey, mich hier auch mal ein bisschen zu pushen hier. Und an die Fans, schreibt hier in die Kommentare, welchen YouTuber-Influencer ihr am liebsten als nächstes sehen würdet. Wir hatten jetzt ja hier schon den Herr Snacktime, jetzt den Montana Snack, wie wäre das als nächstes mit einem Snackverbot oder einem Drachen schmeckt? Ja, das wäre sicher toll an. Also ja, Mann, ey, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.